Die U-Bahnen in Berlin waren am Montagmorgen noch voller als sonst im Berufsverkehr. Der Grund: während vom Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG auch die S- und Regionalbahnen in der Hauptstadt betroffen waren, fuhren dort U-Bahnen und Busse. In vielen anderen Bundesländern wurde am Montag der gesamte öffentliche Personennahverkehr lahmgelegt. Da auch die Bahn den Zugverkehr komplett eingestellt hatte, mussten viele Reisende sehen, wo sie bleiben. Stimmen vom Münchner Hauptbahnhof. Also wir sind schon sehr davon beeinträchtigt, mussten eben unsere Route komplett umswitchen auf den Bus und sind jetzt auch deutlich länger unterwegs. Aber ich finde es angebracht und wichtig und deswegen alles gut und ja. Ja, beeinträchtigt bin ich ziemlich, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich nach Hause komme, aber ich sehe mal, ob ich vielleicht einen Bus finde. Ansonsten mit dem Taxi und ja. Nein, ich habe kein Verständnis dafür. Die sind heute Morgen um 4 durchs Untergeschoss marschiert mit Tröten. Als wenn sie die Leute, die da um 4 Uhr morgens sind, genau die Gestrandeten da, verhöhnen. Also ich fand es Verarsche und Verhöhnung. Und ich bin der Meinung, es sollte andere Möglichkeiten und Lösungen geben, der Unterhaltung und solchen Streit zu machen. Die Gewerkschaften wollen mit ihrem 24-stündigen Arbeitskampf den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen und verteidigten erneut ihr Vorgehen. Die Beschäftigten der Eisenbahn- und Busbranche haben ihren Beitrag schon geleistet. Mit einem Abschluss in der Pandemie von 1,5%. Und es geht jetzt darum, dass diese Branche nicht abgehängt werden darf von der allgemeinen Lohnentwicklung. Und deswegen ist die soziale Komponente für uns entscheidend. Die EVG teilte mit, mehr als 30.000 Beschäftigte hätten sich bislang am Warnstreik beteiligt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen, für die sie 12% mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr will.